Hallihallo, Hallöchen Leute, willkommen zu Let's Play The Sims 2 zurück. Okay, Gott. Oh Gott, ey, das kann ich jetzt gerade nicht auf mir sitzen lassen, dass hier so viel schlechtes Essen rumsteht. Was sind wir denn für Dreckschweine? Abspülen, Stefan. Ich weiß noch, warte mal. So, Ben macht sein Zauberdings da weiter. Lisa, die füllt die Fische jetzt auf. Ja, das wird sie tun. Wenn sie mal aus dem Knick kommt. Oder das Spiel aus mal. Das Spiel mal aus dem Knick kommt. Sag mal, haben wir hier drin eigentlich einen Vogel? Mal so am Rande gefragt. Ja, aber der ist gerade im Ausflug, glaube ich, ne? Nee, ist er nicht. Wir haben da doch eine gar keinen Vogel. Was zum? Okay, das werde ich dann gleich mal ändern. Das wird Lisa tun, die ist sowieso gerade mit den ganzen Tierchen beschäftigt. 400 Simoleons haben wir doch alle Male. Ach du Scheiße, das muss ich noch einen Namen geben. Wir nennen ihn Tweety. Oh, der sieht geil aus, oder? Jo, den nehme ich, der sieht geil aus. Er sieht extrem geil aus, der Vogel. Tweety sprechen beibringen, genau das macht jetzt dieser mal. So, genau. Stefan, was machst du? Die Katze in die Luft werfen. Alles klar, was macht Ben? Ach so, Ben bringt ja Kommentare bei. Ja, stimmt. Kommentare. Was laber ich denn schon wieder? Kommandos. Was macht? Ach so, ja. Stefan macht das. Kann sein, dass hier ein Stückchen Blumenfeld, Blumenbeet fehlt. Das E kommt mir ein bisschen kurz vor. Oh, jetzt stimmt's wieder. Verdammt. Okay, von mir aus. Ach, den Laden haben wir ja auch noch. Ach, der kann mich aufs Arsch lecken, der Laden. Ich hab jetzt erstmal keinen Bock auf Laden. Arbeit. So, was könnten Stefan noch so machen? Lisa bringt ja noch den Vogel. Ah, ansonsten hätte ich Lisa jetzt wieder in den Garten geschickt. Wir wollen doch Lisa als Pflanzensim. Wie das jetzt genau geht, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass die sich da sehr viel um die Pflanzen kümmern muss. Ach komm, übernimmt es Stefan mal so lange. Hier vor die Klotze setzen ist nicht Stefan. Ich kann jetzt etwas Neues herstellen. Ja. Das ist schön, dass du das kannst. Viele gießen. Und wie sieht's aus mit deinen Fähigkeiten, Ben? Sieht ja schon ganz nett aus. Fähigkeiten prüfen. Okay, die kriegt da Charisma-Punkte, wenn sie sich mit dem Vogel unterhält. Alles klar. Komm, Ben, hier, guck doch jetzt mal deine Fähigkeiten an. Und, oh, Ben ist total böse. Er ist ein total böser Zauberer und das ist extrem geil. Jetzt kann sich auch Ben von A nach B teleportieren. Muha, ist das geil. Geil!
Utwabwakis? So, Ben geht erstmal aufs Klo. Ich finde das übelst cool. Spielen. FIFA 08. Spielt denn jetzt mal eine Runde? Marcus. Das hört sich an, ne? Tübidi hat sprechen gelernt. Yay! Wie geil. So, Lisa, du hilfst ihm jetzt mal. Ich bin mal wieder eine Cheater-Sau derweil. Weil es war eigentlich viel geiler, wenn wir sehen, was die Sims so machen. Und die jetzt nicht irgendwie pennen sind oder so. Es ist eigentlich viel, sehr viel geiler, wenn die irgendwas zu tun haben. So, Ben zockt fleißig FIFA. EA Sports. Könnte man doch eigentlich auch mal, kann man diese Zauber eigentlich auch auf Tiere wirken lassen? Warte mal, wo ist ein Tier von mir? Wo ist ein Tier von mir? Tier, Tier, Tier. Bello pennt. Katze, die rennt darum. Warte mal, das will ich jetzt mal wissen. Kann ich meine Zauber eigentlich auch auf Tiere wirken lassen? Bleib da mal stehen, Mietzi. Nö, kann ich nicht. Oh, dieser macht sich ein Schneck. Verdammt. Wo krieg ich denn diese ganzen Zutaten her? Reduktion der Nettigkeit. Ja, genau. Pflanzenwelkung. Brauchen wir den Trank mal. Der Pflanzenwelkus ist ja, falls Lisa irgendwann mal ein Pflanzenzimmer wird. Eigentlich, du sollst ein bisschen dich um deine Pflanzen kümmern, Lisa. Du sollst nochmal ein Pflanzenzimmer werden. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Hm? Oh mein Gott. Ben lacht wie ein, wie sie sich für einen bösen Zauberer gehört. Ein bisschen fixer hier, Lisa. Mensch, dauert ja alles so lange. Mann, das Wetter wird doch sonnig machen. Das ist ja scheiße hier, der Regen. Oh.
Ben hat folgendes hergestellt. Ja, du findest das ins Inventar. Ist es? Trinke diesen Trank, um jeglichen Werwolf-Symptom zu beseitigen. Warten, Werwolf-Syndrom. Scheiße. Aber gucken, was Ben noch so kann. Objekte fertigen. Stehlampe. Knall der Finsternis. Kleine Decknamen. Fürst der Finsternis. Heiltrank, Hex, die Hex ist weg. Und er hat Musik. Und Ben, guck mal in dein komisches Buch. Ich würde das nachschauen, dass ich eigentlich so viel Zauber machen kann. Hier. Das lass die nieder und will diesen Sim mit deinem Gefieder. Ah ja, das ist geil. Einmal Molchauge und zweimal mystischer Staub. Fließen den kleinen Bienen, ihr wisst noch meine. Den Sim anmacht ihm Beine. Das ist ihm beschwören. Schwefel, Leder und Bohnen macht diesen zum krank. Ich werde euch belohnen. Oh mein Gott. Gerade eine füllt seit die Luft von Kummer und Pein. Kakerlaken und Schaden werden sie sammeln und dieses Grundstück wird gänzlich vergammeln. Ey, wenn ich mit irgendjemandem mal Stress habe, kann ich mich super mit Ben an dem rächen. Warte mal, ich will den Zauber. Jo, was brauche ich dafür? Molchaugen einmal und zweimal mystischen Staub. Moment. Gott, kann ich einer Lisa irgendwie helfen? Wie der ist arbeiten? Was ist mit Olli hier? Kommt ja gar nicht mehr hinterher in ihrem Garten. Mystischer Staub. Olli, wo bleibst du? Jetzt kommt da nur Oberkörper frei raus. Oh mein Gott. Er rennt da hinten rum. Ach, mein Butler. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Ist so super, wie ihr euch helft. Der Hund und die Katze kommunizieren miteinander. Okay. Ich glaube, die mögen sich. Ben könnt die Rechnung, Olli könnt die Rechnung bezahlen. Post.
Was? Nada. Oh, mein Butler hilft mir jetzt ein bisschen. Das ist sehr gut. Sehr schön. So, wo ist Olli mit den Rechnungen? Bringen jetzt. Boah. Oh. Das haben wir jetzt nicht. Doch, er hat sie wieder hier draußen liegen lassen. Rechnung bezahlen. Mann, ihr könnt die doch nicht immer da draußen liegen lassen. Mensch, du. Sehr schön. Boah, das dauert jetzt ganz schön lange, dieser mystische Staub. Oder produziert das Ben gerade in Massen? ich schau mal. Oh doch, er Molchaugen unter 16. Hä, du sollst mystischen Staub noch produzieren? Oh, er macht gerade Molchaugen auf Vorrat. Das ist natürlich nicht so toll. Genau, ein bisschen mystischer Staub hier. So, was könnte Lisa noch machen? Hat Lisa geerntet? Lisa, du sollst ernten. Das könnte man auch so pflanzen. Viele Pflanzen. Aubergine, Tomaten, Gurken, Paprika. Ich nehme die Bohnen. Manchmal ein Feld hier weg. Ein Feld kommt komplett weg. Und da werde ich dann Paprika anpflanzen. Wenn der lacht sich da einen ab. Nur weil er bösartige Sachen herstellt. So, alles klar. Dann. Jetzt kannst du mal einen Trank brauen. Trank brauen. Oder, ach nee, das sind ja Zauberer, die kommen, die man wirken lassen kann. Gut, Olli. So, warte mal. Gucken, ob wir jetzt so einen Zauber wirken lassen können. Spiritus. Tralala. Ist das? Moment mal, ich guck nochmal. Moment. Schau lieber nochmal. Bin Gamer, der krass böse Zauberer. Genau, doch.
Spiritus. Hast du nicht gesehen? Nee, nicht tanzen. Wir haben Olli zu einem Hühnchen gemacht. Bekommen. So. Oh, Ben lacht so total scheiße. Ja gut, das war jetzt nun ein harmloser Zauber. Sag mal, du sollst hier hinkommen, nicht die Katze abknutschen. Ich habe einen neuen Zauber gelernt, sondern mein Zauber. Hast du gelernt? Moment, das will ich jetzt wissen. Creatum Insecto. Ihr Insekten kommt aus eurem Versteck hinaus die Welt. Ihr seht einfach fantastisch aus. Glühwürmchen und Schmetterlinge erwarten hier schöne Dinge. Blattus, verschwinde bloß. Ich rufe dich, o Windsturm, höre mich, ein kleiner Wurm, entferne die Blätterhaufen auf meinen Garten. Das ist auch praktisch. Ich blicke Fleisch, löst euch in Luft auf, und zwar jetzt gleich. Aber dieses im Wachsen bringt ihn fast zum Platzen. Lass Arme und Beine schwellen und das Fett quellen. Mir eine andere Dimension da los, nun mach schon doch. Schon bring mich an den gewünschten Ort, bitte trage mich ganz weg. Frühstück und Abendbrot, ich leide unter Hungersnot, ein Festmahl soll es geben, von irgendwas muss ich schließlich leben. Das ist auch cool, was brauchen wir dazu? Zwei Drachenschuppen und mystischen Staub. Mama Drachenschuppen. Den Zauber will ich noch ausprobieren und dann beende ich auch schon die Aufnahme. So, haben wir jetzt zweimal. Super. So, wie lässt sich die Zauber wirken? Moment. Den Flammo? Nee. Schatzgraben. Oder muss ich ihn auf dem anderen anwenden?
Was? Stefan ist sehr Kontakt. Herr Stefan wurde befördert zu Praktikant. Erledige Bodengänge, versuche dich so weit hochzuarbeiten, dass du dem Bürgermeister das Essen bringen darfst. Du musst lange arbeiten, wirst schlecht bezahlt, wenn du in der Politik weiterkommen möchtest, brauchst du jede Menge Charisma. Arbeiten von mir hat einen Bonus von nicht schlecht. So, Ach, wie hieß denn der Zauber nochmal mit dem Essen? Mal Fähigkeiten prüfen. Gucken, wie der olle Zauber nochmal hieß. Nein! Gehst du zurück zu Ben? So, lass mich nochmal gucken, wie der olle Zauber hier hieß. Nee. Kreatum Nutrime. Okay. Nee. Wie lass ich den jetzt wirken, den Zauber? Den kann ich nur in Flammo wirken lassen. Ruf mal schnell den Dienst an. Wenn es auch da bleibt, dann bin ich nicht wieder bestraft für irgendwas. Du lernst dann also auch Zauber. Okay. Nö. Raha. Komm, verzauber ihn schnell. Will irgendwie nicht. Doch jetzt so. Aber bringt irgendwie nichts. Na okay, Leute, mit den Zaubern werden wir uns dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen beschäftigen. Ich habe mächtig überzogen, fast 10 Minuten. Also gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.